zu unterstützen und zu schützen, Seeräume aufzuklären, offensive U-Jagd-Operationen durchzuführen, die U-Boots-Bekämpfung im Rahmen von Geleitzugoperationen sicherzustellen, Flugzeuge zu führen, und das ist eine sehr wichtige Aufgabe, als Führungsschiff für einen eingesetzten Befehlshaber zu fungieren. Besatzung aufgefestigt, Verschlussstation herstellen. Kurs 360. ESM, Frage, Teilung des Flugzeugs. Das heißt an die Kanonen, Bereitschaftsrichtung Backbordkehr. Der Zweck der Übung ist das frühzeitige Orten des angenommenen Gegners durch Radar und elektronische Zielzuweisungen an die Geschütze. Zerstörer Lütjens sollte ursprünglich in einer deutschen Werft mit US-Bewaffnung und Elektronik ausgestattet werden. Aus Kostengründen war dies unrealisierbar. Nach Abschluss der deutsch-amerikanischen Übereinstimmung vom 11.05.1964 wurden drei FK-Zerstörer in Auftrag gegeben. Die Kiellegung des D-185 fand am 1.03.1966 statt. Am 11.08.1967 lief das Schiff vom Stapel, wobei der FK-Zerstörer der Klasse Charles F. Adams den Namen Lütjens erhielt. Als Taufpaten fungierte die Schwiegertochter des Namensgebers, Frau Gerda Lütjens. Auf deutschen Wunsch wurden Verbesserungen in den Unterkünften, eine Bildschirmwasserentölungsanlage, deutsche Funk- und Navigationsgeräte eingesetzt und der Sonardom in den Wulzbug verlegt. Die Lütjens ist mit dem Surface Air Missile System Tatar, S-Rock Anti-Submarine Rocket, zwei 5-Inch Kaliber Kanonen sowie mit einer vollautomatischen Datenverarbeitungs- und Übertragungsanlage zum Auswerten taktischer Informationen, bekannt unter dem Namen Satir, ausgerüstet worden. Die Lütjens hat eine Länge von 134,28 Meter, eine maximale Breite von 14,30 Meter, einen Tiefgang von 6,23 Meter und eine Wasserverdrängung von 4.544 Tonnen. Ihr Antrieb erfolgt über zwei Turbinen mit einer Gesamtleistung von 70.000 PS. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 37 Knoten, wobei 18 Knoten als Marschfahrt gefahren werden. Mit einer Besatzung von 337 Mann ist die Lütjens mit ihren Schwesterschiffen Mölders und Rommel das größte Schiff, das der Bundesmarine als Kampfschiff angehört. Der Lütjens erfassen das Ziel. Alarm. Das speziell für Flugkörperzerstörer entwickelte Elektronengehirn sammelt und verarbeitet in Mikrosekunden die pausenlos einlaufenden Daten. Das Zielverfolgungsradar schwenkt auf den erkannten Gegner ein. Der erste von 40 Flugkörpern geht in Stellung. Ziel erfasst. Third away. Auch diese modernen Lenkwaffen sind an Bord der Lütjens Schwesterschiffe Mölders und Rommel.
zeigen Sie mal. Na, Zöllner? Ich habe noch nie was von Aids gehört. Noch dazu im Ausland. Selbstverständlich, Herr Oberbootsmann. Und der Präser? Reicht das, Herr Oberbootsmann? Angeber. Safety first, Herr Oberbootsmann. Der erste Offizier meldet dem Kommandanten das Schiff gefechtsklar. Hergestellt, Dauer 7 Minuten 20 Sekunden. Ein Schlepper mit Seezielscheiben ist pünktlich auf Rendezvous-Position. Das sogenannte Harfenkommando setzt zum Schlepper über. Es wird die Schießergebnisse an die Operationszentrale der Lütjens übermitteln. Die Abschlüsse, das schaffen Sie doch nicht wieder. Die beiden 12,7 cm Geschütze sind auf den angenommenen Feind gerichtet. 20 Kilometer werden zwischen den Seezielscheiben und der Lütjens liegen. An Bord laufen unterdessen die Vorbereitungen für das Artillerieschießen. Die sensible Elektronik wird durchgecheckt. Elektronische Fühler steuern automatisch die beiden Geschütze. Auf den Bildschirmen im Artillerieradarraum ist das Ziel deutlich auszumachen. Das Herz der elektronischen Ausrüstung ist der taktische Computer, der alle eingehenden Daten, zum Beispiel Entfernung vom Ziel, Kurs und Geschwindigkeit, sammelt und verarbeitet und die Informationen auf Konsolen darstellt. Beide Türme, Alpha und Bravo, je 10 Schuss, Dauerfeuer, Sprenggranaten. Bravo, verstanden. Brücke, bitte Durchsage. Es schießen Alpha und Bravo, je 10 Schuss nach Steuerbordseite. In der Operationszentrale leitet der Kommandant die Schießübung. Er allein entscheidet über den Einsatz der Waffen. Der Computer war für ihn eine wichtige Entscheidungshilfe. Ja, Roger, gefechtsbereit. 1-0, wir haben einen Fischer an Backbordseite. Kommen wir von dem Gut frei? Hier Brücke, wir kommen gut frei. Das Schussfeld ist optisch frei. Ja, frei, gut. Batterie Alpha mit Turm Alpha und Bravo, feuerbereit. Beide Türme am Ziel. Roger, am Ziel, feuerbereit. Erteile Feuererlaubnis, jetzt. Feuererlaubnis. 40 Schuss pro Minute kann dieses 12,7 cm Geschütz ins Ziel feuern. Die komplizierten Raketen haben die Kanonen noch nicht verdrängt. Von Bord des Schleppers meldet das Hartenkommando die Ergebnisse der Schießübung an die Operationszentrale der Lütjens. Einmal plus 40, minus 40, Treffer, plus 60, plus 10, minus 40, minus 30. Die Daten werden gesammelt und für neue Schießprogramme ausgewertet. Unverständliche Kürzel in Deutsch und Englisch. Victor Mike, Uniform Tango. Die Sprache des führenden NATO-Partners ist der neuen Generation von Seesoldaten selbstverständlich geworden. Romeo Victor, Relic 9, Relic 9.
Ein Fotex ganz besonderer Art stand am 22. Oktober auf dem Programm. Im Seegebiet östlich von Kreta trafen wir auf den amerikanischen Flugzeugträger Saratoga. Uns bot sich hier die einmalige Gelegenheit, Luftaufnahmen vom Verband zu machen. Während des gesamten Fotex wurden wir von diesem russischen Kriegsschiff beobachtet. Der amerikanische Flugzeugträger Saratoga ist 331 Meter lang, 39 Meter breit, 11 Meter Tiefgang, 5000 Mann Besatzung und 86 Flugzeuge an Bord.
Was wir gerade gesehen haben, war RAS in seiner höchsten Stufe, nämlich Light Check Stay, das anspruchsvollste Manöver, was wir eigentlich an Bord als Seeleute fahren können, wenn wir abgebendes Schiff sind. Wir haben gesehen, wir haben ein Testgewicht von 135 Kilo übergegeben an die Vasco de Dame.
hier zu interviewen mit der AWLM. Er soll ja versuchen, den Weltrekord im Bola schlagen, Golfball hier versuchen, mal eine Meinung dazu. Ist es denn möglich, einen Golfball auf das Rastschiff zu schlagen? Ja, theoretisch ist es möglich. Praktisch müssen wir das mal umsetzen. Was ist ja die Problematik dabei? Ja, ich denke mal, dass es am Fabio liegt, wie nah der Rand fährt. Und wir das nicht treffen, müssten zwischen nicht mehr als 50, 60.
Hallo, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, was ist denn das? Ja, ja, von deinem Kollegen hier filmen?